Ein herzliches Willkommen zurück zu einem 3V Mario Kart Pokémon Techniques auf der Nintendo Switch. Und ja, ich habe es ja schon im vorherigen Teil angekündigt. Dadurch, dass wir jetzt abgestiegen sind auf Gruppe C4, werde ich jetzt wieder etwas mit Mewtwo spielen und hoffe, wieder die Punkte reinholen zu können. Allerdings muss ich sagen, ich habe mit Mewtwo jetzt schon länger nicht mehr gespielt als mit Gardevoir. Gardevoir habe ich jetzt die letzte Zeit eigentlich dauerhaft gespielt und Mewtwo eigentlich längere Pause. Ich hoffe, ich weiß die Attackenreihenfolge noch und sowas. Schauen wir mal. Und ja. Mal schauen, was wir für Gegner finden und wie wir uns schlagen. Wir werden sehen. So, schauen wir mal. Erster Kampf, Gruppe C4 wieder. Jawohl, gegen ihn von Leon. Oh, Frankreich, 15 Siege, Gruppe E2. Ja, das ist ja nett, dass es jetzt so anfängt. Eben gerade hatte ich noch einen Kurzkampf gegen Computer und ein bisschen was ist auf jeden Fall noch hängen geblieben mit Mewtwo. Ich denke mal, ich brauche nur ein paar Spiele, dann bin ich mit dem wieder warm. Aber ich glaube, an sich spiele ich einfach schon. Aber ich glaube, so an sich spiele ich einfach zu wenig eigentlich noch mit Online-Rang-Match. Nein! Stimmt, dass du sprichst. Ach so, so ging es ja. Ach komm. Hey, der macht mich fertig. Oder auch nicht. Ach komm. Eieieiei. Ah, warum ist er nach oben gesprungen? 1-1. Er macht sich gar nicht mal so schlecht mit seinem Impoleon. Impoleon? Impoleon? Keine Ahnung. Geht doch. Okay, 2-1. Meine Güte. Also mit Gruppe Ela hat er sich gut gehalten. Aber gut, ich muss ja auch erst mal wieder warm werden mit Mewtwo. Also, bis ein Kluger kommt, der zerstört mich dann wieder. Aber gut, okay. Schauen wir erstmal, was als nächstes kommt. Auf jeden Fall, good fight, thanks. So, da sind wir wieder. Es ist Sophia aus Amerika. 401 Siege mit Silvaru. Okay. Da habe ich vergessen, was für eine Gruppe. C3. Da war ich vorher. Also, letzten Teil. Da wollen wir wieder hin. Da wollen wir wieder zurück. Mal schauen, ob wir es schaffen.
Knapp, knapp. Ai, ah, immer drücke ich falsch. Yeah, baby. War knapp, aber gut. Good fight, Sophia. Wonderful. Das gibt wenigstens wieder ein paar Punkte, da die Rangkunde-Gruppe höher ist als ich. Sehr schön. Knapp, aber guter Fall. Falsch. Ah, toll. Ja, doch, mit Mewtwo bin ich auf jeden Fall schon etwas stärker. Aber da haben wir unseren Pika Knight aus Polen wieder. Wie von vor zwei Teilen. Mit seinem Glurak. Mal gucken, ob wir den jetzt mit unserem Mewtwo vermaschinieren können. Was? Ah! Was? Nein! Gibt's doch nicht! Jawoll, ja! Ein Kaffee, Mann! Cool! 1-0! Nein. Hey.
Ja, okay. Das war mal ein Fehler. 1-1. Oh, das war spannend. Ach komm! Oh. Nein! Ach man, das darf ja wohl schwarz sein. Oh. Was? Achso, wollte gerade sagen, wie, das habe ich geschaut, noch mein Leben. Ich krieg dich noch, Pika Knight, ganz sicher. Das war jetzt echt verdammt knapp. Aber guter Kampf. Good fight. Thanks. Sakai Mongola. Gruppe E2 ist Frankreich 16 mit Napoleon. Hatten wir die vorhin nicht schon? Als erstes oder so? Das war komischerweise auch knapp. Falls es jemand Neues ist, wird es vielleicht auch knapp. Napoleon ist nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Eieieiei. Schwer zu treffen, aber es funktioniert. Sehr schön. So, wir sind über 14,5 Minuten. Ich weiß gar nicht. Machen wir noch einen Kampf? Die ganze Zeit haben wir überzogen um einen Kampf. Ich glaube, das machen wir hier auch. Also bis gleich. So, der letzte Kampf in diesem Teil. Es ist Pika Knight mit seinem scheiß Glurak. Ich hasse Glurak. Hey, der hat nur 11 Siege, merkt sich. Aber dafür auch weniger Kämpfe. Bis er dadurch immer noch, dadurch ist er auf jeden Fall besser als ich. Ah, oder eigentlich, oder einfach nur viele Leute haben Probleme gegen Glurak zu spielen. Nein! Ah! Nein! Irgendwie war es mir klar, dass er greift. Aber trotzdem, irgendwie. So ein Mist. Der Anfang hat so gut funktioniert. Thank you.
um. Ja. Ach komm! Nein! Ich bin auch hochgehüpft! Ich bin so. Oh. Ah, was ein Scheiß! Wegen einem dummen Fehler! Das gibt's nicht! Ist doch klar, dass er das als letzten Ausweg sieht, vielleicht den Spieß umzudrehen. Oh, Pika Knight, ich krieg dich noch. Ganz sicher. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Hier zurück bei Pokémon Tekken DX Online Rang Match. Mit Mewtwo sehr wahrscheinlich. Gut, boah, lass mal doch mal. Da muss ich noch ein bisschen so trainieren, bis das vielleicht ein bisschen besser wird. Aber man merkt, denke ich mal, dass ich mit Mewtwo doch ein bisschen besser bin als mit Gordo War. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Also vergesst nicht, wieder dazu zu kommen und bis dann. Tschüss.